Hallo ihr Lieben und zurück zur neuen Folge von The Sims 4. Ja, wir hatten ja letzte Folge mit Christina eine Gruppe gegründet. Die Partymäuse. Und ja. Was hast du denn da? Mit ihm müssen wir nämlich nochmal kurz, er muss einen Preis erhalten. Okay. Level 7 der Comedy-Fähigkeit. Wir haben da 4. Das heißt, wir werden gleich ein bisschen Comedy üben. Jetzt zum Casting auf 7 werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Na, wie süß. Aber mal gucken, wie weit wir schaffen. Mach mal Comedy Witze schreiben. Bist du denn hier jetzt hier privat, genau. Pirat spielen? Nein. Nimm dir auch mal. Oder du nimmst mir ein paar Cerealien. Komm. Sauersäcke aus dem Frühstück. Nimm dir mal ein paar Cerealien. Oder du nimmst ein Pöttchen raus. Du nimmst dir dann auch nochmal eins. Dann haben wir nämlich gleich noch eins für Elena. Den musst du noch Denken erhöhen. Sieh dir mal das an. Dann nimmst du auch die Cerealien. Du kannst auch schon mal aufstehen. Oh, wir müssen ja die Wäsche wieder machen. Sollst du deine Cerealien essen? Hausaufgaben hattest du auch noch gar nicht gemacht. Hoffentlich kommt unser Baum bald mal. Was stellt die eigentlich immer hinter dem Fernseher? Was waren deine Hausaufgaben? Ach nee, es ist Donnerstag. Er muss heute noch gar nicht zum Casting. Es ist am Freitag, das heißt, wir haben heute den ganzen Tag Zeit dafür. Aber mit ihr wollt ihr auch noch ein Buch schreiben und wir haben nur einen PC. Okay. Wir können nur bei der Tochter bei der Tochter im Zimmer weiterschreiben. Eh in der Schule. Nehmen wir das an. Nimm dir auch mal zum Frühstück was. Und du lässt hier mal vorm Studieren. Oh, Albtraum gehabt. Setz dich mal am Tisch. Und du kannst auch am Schulprojekt weiterarbeiten. Okay. Okay. 15 Stunden schreiben muss ich noch. Bleib mal sitzen. Wie viel war das? 5 gute Bücher schreiben. Ja.
Dann schreibst du hier mal am Laptop deiner Tochter. Und du? Hast du auch bald erhöht? Halt. Na hier. Talentwettbewerb. Okay. Gina hat das Schulprojekt schnell abgeschlossen. Zusatzarbeit wurde belohnt. Okay. Wow, sieht schön aus. Können wir hinterher, nehmen Sie jetzt erstmal zur Schule. Können wir hinterher in Ihr Zimmer aufstellen. Guck mal, hier blänzt was. Können wir alles ernten? Dann auch verkaufen. Mach mal weiter da hinten, Süß. So. Danke für den Laptop. Du miaust gerade die Wand an. Sie sehen sie nach einem Partner. Level 5. Immerhin. Gina ist zur Schule. Gut gemacht, ja. Ihr wisst, dass wir es gut machen. Ja. Socks. Level 3 der Denkfähigkeit. Perfekt. Was sie da wohl schreibt? Das frage ich mich gerade. Ja. Du warst gerade in der Wand verschwunden. Sie freut sich. Musical. Ach stimmt, wir wollten ja mit, Dina, eine außerschulische Aktivität annehmen. Entweder Pfadfinder oder die Theater AG. Stimmt. Da war ja was. Müssen wir gleich mal machen. Die Musiklehrerin von Gina sucht einen Darsteller für das Musical. Sie steht zu ihr hinüber und bemerkt dabei nicht, wie aufgeregt das Kind neben ihr ist, wie gerne es auf die Bühne gehen würde. Soll Gina die Chance ergreifen? Oder das andere Kind schicken. Das andere Kind schicken wäre höflich, aber wenn man selbst die Möglichkeit bekommt.
Ich nehme die Chance wahr. Sogar Leistungsverbesserung. Gut. Machen wir, wenn sie aus der Schule ist. Sind wir unbedingt Theater oder Pfadfinder? Wir können ja mit ihr in die Theater-AG gehen. Und mit Elena, wenn sie erwachsen ist, zu den Pfadfindern. Also Kind ist. Den Pfadfindern. Und jeden Bericht? Perfekt. Könnte man machen. Den brauchst du noch mit deinem Buch. Perfekt. Dann verkaufst du auch mal am Verlag. Das war sogar ein gutes Buch. Perfekt. Dann schreibst du ein verspieltes Buch. Kriegen wir davon auch ein bisschen Tantiemen. Das kann ja auch nicht schaden. Gurkenparade. Ja, warum nicht? Wenn es lustig ist? Wird einer in dieser Folge noch Dina aus der Schule kommt, dass wir sie in diese AG gehen lassen können? Das wäre nicht schlecht. Okay. Hast du schon mal fertig, 15 Stunden schreiben? Gut. Komm, hör auch mal auf. Hast genug geschrieben für heute. Spiel mir lieber ein Spiel. Oder leer erstmal den Topf. Töpfchen hier. Ach so, nee, da ist sie gerade drauf. Aber du könntest ihr dann noch was zu essen geben. Setz sie mal da rein. Und da wirst du auch mal ein Spiel spielen. Du hier dran. So, dann wirst du sie mal kurz rauslassen. Sie braucht auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Komm, dann kümmerst du dich nochmal ganz kurz um sie. Tag verschönern. Loben, dass sie so lieb aufgegessen hat. Und dann wirst du auch mit ihr spielen. Sie kommt da aus der Schule? Oh. Ja? Komm mal hierher. So.
Außerschulische Aktivitäten. Mach das mal. Und zwar die Theater AG. Theater AG. Tritt der Theater AG bei. Als Mitglied der Theater AG spielst du in lokalen Stücken mit und kannst deine schauspielerischen Fähigkeiten verbessern. Auf Kommando weinen zu können ist sowohl in Theaterstücken als auch im richtigen Leben nützlich. Ja. Beeindrucke deine Klassenkameraden mit deiner Fähigkeit, dich in jede Rolle zu versetzen. Liefer nur keine peinlichen Show auf der Bühne ab. Denn diese Erinnerung wärst du dein ganzes Leben nicht mehr los. Oh, ja. Da sollte man vielleicht drauf aufpassen. Ja, nehmen wir es einfach mal an. So, machst du aber gleich deine Hausaufgaben mal. Was denn da? Ja, komm, wir spielen mal mit ihr. Was haben wir denn hier noch drinne? Gemüseteigtaschen. Genau, nehmen wir auf ein Gericht. So. Dann wirst du dir auch mal davon Gericht nehmen. Du gehst mal schlafen. So, aber ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Wir sehen uns heute Mittag nochmal in der Spezialfolge von Strangerville. Und ja, und hier wieder morgen. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag. Tschüss.